Eigentlich sind die Märkte ja ziemlich tranig, dünnes Volumen, irgendwie ist nichts los, man schiebt so ein bisschen hin und ein bisschen her, aber dann hat sich heute Erstaunliches zugetragen. Plötzlich kam der Dollar unter Druck. Wir sehen starke Bewegungen am Anleihenmarkt wie auch am Devisenmarkt und der Grund dafür ist, dass ein FED-Mitglied etwas gesagt hat, was naja, erstmal gar nicht so erstaunlich klingt, aber in der direkten Feststellung dann doch eben erstaunlich ist. Es handelt sich hierbei um den guten Christopher Waller von der Fed, der gesagt hat, ja, wir sind jetzt gut positioniert, also dieser Fed-Talk, wir lassen jetzt erstmal so die Dinge, wie sie sind und gucken mal, wie die Daten reinkommen. Das war nicht so wirklich ungewöhnlich. Aber dann hat er einen Satz gesagt, nämlich, wenn die Inflation nachhaltig zurückgeht, dann gibt es keinen Grund, dass wir die Zinsen relativ hoch lassen. Mit anderen Worten, wenn die Inflation zurückgeht, dann werden wir die Zinsen senken. Und das ist in dieser direkten Formulierungen durchaus etwas Neues. Christine Lagarde hatte neulich gesagt, naja, wir warten mal ab, wie die Dinge sich entwickeln seitens der EZB und dann werden wir entscheiden, ob wir die Zinsen anheben oder senken. Das war auch schon so ein latenter Hinweis mit dem Zaunfall. Also wir haben plötzlich Zinssenkungen, die hier eingepreist werden oder die Märkte jetzt wirklich ganz bewusst auf dem Tablett serviert bekommen. Hier nochmal Madame Bowman, die sehr hawkisch unterwegs ist normalerweise, die hat gesagt, also kann sehr gut sein, dass wir die Zinsen nochmal anheben, aber das hat den Markt dann alles nicht mehr interessiert. Das oder die unmittelbare Folge war, hier sehen wir das zunächst mal, Euro-Dollar steigt über 1,10 heute, das erste Mal seit August und das angesichts einer so schwachen europäischen Wirtschaft, die normalerweise die EZB früher zu Zinssenkungen zwingen dürfte als etwa die US-Notenbank Fed. Wir sehen, und das ist auch sehr wichtig, Dollar-Yen ist richtig unter Druck gekommen, nur noch knapp über 147, wir waren ja noch nicht allzu lange her bei 151 und das ist insofern wichtig, als ja der Yen im Prinzip die Tankstelle ist für zinsloses Geld, denn wir wissen, die Bank of Japan, die hat ja verfolgt ja nach wie vor diese ultralaxe Geldpolitik, null Zinsen und so weiter und so fort. Also was tue ich als institutioneller Investor, da leihe ich mir zinslos japanische Yen und lege die andernorts an, zum Beispiel in Anleihen, die fest verzinst sind, die mir eine gewisse Rendite bringen oder eben auch in Aktien. Und das bringt dann diejenigen, die sich Yen geliehen haben, so Stück für Stück unter Druck. Vorher war das eine tolle Geschichte. Die konnten mit kostenlosem Geld an den Märkten Zinsen einfahren oder Renditen. Und auf der anderen Seite eben kam noch dazu, dass der Yen abgewertet hat. Aber was passiert, wenn das Gegenteil der Fall ist? Dann kriegen die ein bisschen Druck. Aber nochmal zurück hier zu der Lage an den Märkten, die Zinsswaps oder die Fed Fund Futures, die preisen jetzt, booms, eine plötzlich ganz andere Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung bereits im März ein. Da ist das in Windeseile von 15% auf 30% gestiegen und Rachel kommentiert hier, diese schnellen Änderungen bei diesen Zinserwartungen oder bei den Fed Fund Futures, die sind ein Ausdruck dafür, dass sich die Wahrnehmung der Wirtschaft offenkundig ändert. Das suggests an increased perception of potential economic challenges. Also das ist ja schön für die Märkte normalerweise, wenn jetzt die Aussicht auf Zinssenkungen sogar da ist. Aber das Problem ist, naja, aber was bedeutet das dann bei der Wirtschaft, wenn die Notenbanken die Zinsen senken? Hier sehen wir nochmal die Fed Fund Futures, jetzt sogar eine Wahrscheinlichkeit von knapp 35%, dass schon am 20. März die Zinsen sinken, 63% knapp, dass sie so bleiben, wie sie sind und nur noch 2,5%, dass sie 25 Basispunkte, also 0,25% höher sind. Was ist noch passiert dann auf die Aussagen von Waller hin? Wir sehen die Renditen gefallen, die 10-jährige 4,34%, die 2-jährige, die sehr wichtig ist in den USA und die Fed-Politik sehr, oder die Geldpolitik der Fed sehr
intensiv widerspiegelt, ist jetzt unter die Marke von 4,8% gefallen. Also da hat sich durchaus einiges getan und das trifft vor allem, was den Dollar betrifft, viele Hedgefonds, die jetzt die größte Long-Position im Dollar haben seit Februar 2022, nachdem der Dollar ja im November ziemlich deutlich schon verloren hatte. Wir hatten ja dieses Motiv, wow, die Fed ist fertig mit der Anhebung der Zinsen, dann haben wir eine Aktienrallye gesehen, normalerweise starke Aktien sind schwacher Dollar und umgekehrt. Für die Fed ist das Problem, dass wenn der Dollar schwächer wird, sie natürlich latent sich Inflation wieder praktisch ins Land holt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, die Financial Conditions mit fallenden Renditen werden immer lockerer. Das könnte sich als ein Bumerang erweisen, aber nochmal zurück zu den Märkten und den Zinsen. Hier sehen wir mal historisch gesehen, wie schaut es aus, wenn die Fed die Zinsen gesenkt hat, was ist dann passiert? Dann haben wir eigentlich doch meistens ziemlich negative Reaktionen der Märkte gesehen. Warum? Weil die Fed oder weil Notenbanken insgesamt dann einen Grund haben, die Zinsen zu senken. 6 Monate später sieht das dann durchaus wieder gemischt aus. Manchmal wieder deutliche Zugewinne, manchmal bleibt es bei deutlichen Abgaben. Aber die Zeit also nach der ersten Zinssenkung ist meistens relativ schwierig und jetzt sind wir in einer Marktsituation, wo wir diese Rallye unter abnehmendem Volumen gesehen haben, also heute teilweise unterirdisch. Klar, das ist alles noch so ein bisschen im Umfeld von Thanksgiving. Wir sind im RSI praktisch im Himmel, beim RSI auf dem Mond. Die Volumina dagegen sind von einem Berg runtergefallen und so weiter und so fort. Also wir sehen, das wird jetzt eine spannende Frage. Was machen die Aktienmärkte draus, wenn jetzt wirklich diese Aussicht auf eine Zinssenkung immer mehr ins Bewusstsein kommt? Und das hat durchaus Gründe. Hier zum Beispiel Target, der CEO Brian Cornell, der gesagt hat, also was die Konsumenten machen, ist typisches Rezessionsverhalten. Die kaufen erst dann etwas, wenn sie es wirklich dringend brauchen, zum Beispiel Winterkleidung. Das machen sie erst, wenn es kalt wird. Typical recessionary behavior, wie er gesagt hat. Wenn wir hier mal die Umfrage der Bank of Fed, also der Fed von New York sehen, da wird gefragt, kannst du eine plötzliche unerwartete Ausgabe von $2000 stemmen? Dann sagen immer weniger, ja, das kann ich. Der Anteil derer, die das nicht kann, steigt. Normalerweise auch ein gutes Zeichen für Rezessionen. Wir hatten heute die Verbraucherstimmung des Conference Board und hier sehen wir, dass der Erwartungsindex, Expectations Index, das dritte Mal jetzt in Folge unter der Marke von 80 ist. Da sagt das Conference Board, das ist normalerweise ein ziemlich klares Indiz dafür, dass innerhalb eines Jahres eine Rezession kommt. Das erwarten auch gute zwei Drittel der Konsumenten, wie man hier sagt. Und wir haben schon gesehen, dass mehr und mehr Amerikaner schon 22 gesagt haben, also mein verfügbares Einkommen, das hat sich eher verringert als vergrößert. Und dann auch eine sehr wichtige Frage im Rahmen dieser Umfrage, Verbraucherstimmung Conference Board, ist, ja, wie ist es denn? Ist es schwer oder ganz einfach, Jobs zu bekommen? Und es sagen immer weniger, dass es wirklich einfach ist, Jobs zu bekommen. Gleichzeitig sehen wir, dass die Inflationserwartungen der Leute gestiegen sind. Und das, obwohl seit einiger Zeit die Benzinpreise in den USA fallen. Normal orientieren sich die Amerikaner sehr stark an den Benzinpreisen. Diesmal nicht dieses Jobs plentiful, also gibt es viele Jobs oder nicht. Hier sehen wir also einen klaren Anstieg derjenigen, die sagen, nee, ist nicht mehr so dolle mit den Jobs. Da sagt Michael Serve, das ist ein Frühindikator dafür, dass die Arbeitslosigkeit deutlich ansteigen wird in nächster Zeit. Und all das haben die Märkte natürlich so ein bisschen im Hintergrund, wenn eine solche Aussage eines Fed-Mitglieds kommt. Jetzt hier nochmal Challenger Gray. Hier werden Unternehmen befragt, naja, wie schaut es denn aus mit deinen Plänen, Leute einzustellen? Und das ist 2023 noch schwächer als 2022. Wir hatten 2021 zum Beispiel fast das Doppelte an Einstellungsbereitschaft bei den US-Firmen. Also man sieht, es wird schwierig und dass die Unternehmen vorsichtiger werden, das sieht man am Arbeitsmarkt jetzt vor allem, also bei der
Bereitschaft einzustellen. Die Frage ist, kommt dann die Situation, wo schlechte Nachrichten auch für die Märkte sind, also schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft, auch schlechte Nachrichten für die Märkte. Wir sind ja momentan noch in dieser Phase, wo es heißt, oh super, schlechte Nachrichten, zack, wir gehen nach oben, weil die Fed dann die Zinsen nicht mehr anhebt. Aber wenn diese Zinsanhebung per se schon mal vom Tisch ist, dann werden eben schlechte Nachrichten, weil die Unternehmen müssen Geld verdienen und sie haben bisher sich Kredite vor allem reingeholt, auch über Nichtbanken. Das sind die sogenannten Private Credits. Hier hat jetzt der UBS-Chef gewarnt. Also wir haben gesehen, dass sich dieser Markt seit 2015 verdreifacht hat. Und er warnt, da ist eine Bubble forming, die jederzeit platzen könne. Also schauen wir mal, wie es mit der Kreditvergabe in der Eurozone aussieht. Nicht gut. Erstmal seit 8 Jahren ist diese rückläufig, die Geldmenge sinkt. Jetzt werden natürlich Banken vorsichtiger, die Firmen fragen sich, wo soll ich investieren? Man braucht ja, wenn man irgendwie optimistisch ist, dann braucht man Mitarbeiter, dann investiert man. Aber auch die Kreditnachfrage ist ja rückläufig hier seitens der Firmen in der Eurozone. Und wir hatten heute die Regierungserklärung, von der die Wirtschaftswoche sagt, es war eine Nichtregierungserklärung von Olaf Scholz. Und das ist ein Tiefpunkt in seiner Kanzlerschaft, wie die Wirtschaftswoche titelt. Und das kann man wahrscheinlich sagen. Scholz wurde hier richtig gehend vorgeführt, auch von Friedrich Merz, der richtig zu großer Form aufgelaufen ist. Und das ist allerdings wirklich eine so schwache Regierungserklärung gewesen, jetzt jenseits irgendeiner Sympathie für eine Partei oder Antipathie, das war wirklich absolut nichtssagend. Die Leute erwarten ja schon, Mensch, äußere dich mal, was genau wollt ihr machen? Und er hat einfach nur gesagt, ja, ist doch alles richtig, was wir machen und das werden wir schon irgendwie hinkriegen. So ist in jüngster Zeit kein Kanzler vorgeführt worden. So die Wirtschaftswoche und das Medienecho war insgesamt wirklich verheerend. Der Spiegel etwa, sonst der SPD nicht so stark abgeneigt, sagt, auf diese Kanzlerrede haben alle gewartet. Warum nochmal? Der Scholz spricht im Bundestag, aber er sagt nichts. Die Regierung wirkte führungsschwach inmitten der großen Haushaltskrise. Bloomberg titelt auf Deutsch Kanzlergemeinplätzchen vor Weihnachten. Dann NTV, Olaf der Bräsige, ein Durchwurstelkanzler. Und er könnte sozusagen Kiesinger die Rolle als schwächster Kanzler streitig machen. So hier NTV und ja, der gute Olaf. Vielleicht hat er auch vergessen, dass er da eigentlich auch mal substanziell was sagen soll. Er neigt ja zur Vergesslichkeit, gell, wenn es um Dinge geht, die in Hamburg passiert ist. Und Merz hat ihm ja vorgeworfen, er sei ein Klempner der Macht. Und in der Tat, Scholz hat heute wie ein Bürokrat gesprochen, hat damit gezeigt, dass Führung, die er ja versprochen hat, wer Führung will, der bekommt sie von mir auch, dass das nicht der Fall ist. Und die Opposition kann da wirklich genüsslich zugucken. Er hat geredet wie ein Verwalter, wie hier ein Politikwissenschaftler sagt, ein Staatsrechtler sagt, also dieser Nachtragshaushalt, ob der wieder verfassungswidrig ist, das kann durchaus auch sein. Der einzige, der positive Signale hier aus dieser Rede wahrnimmt, ist der gute Marcello Fracciarino. Also ich habe gehört, dass er weiter die Zusagen einhält und Investitionen Priorität einräumt. Okay, Marcello, da warst du der Einzige, der irgendwas gehört hat. Und es geht ja auch um diese Schuldenbremse. Jetzt sagen viele, die ist negativ. Andere sagen, die ist total überflüssig. Andere sagen, die ist total wichtig. Aber vielleicht einfach nur mal hier ein Schlaglicht. Das, was Sie hier sehen, das sind die Zuzahlungen aus dem Staatshaushalt, aus Steuergeldern zur Rente, die ja alles andere als solide finanziert ist. Deswegen muss der Staat immer mehr Geld reingeben. All das ist implizite Verschuldung, sind also Zahlungsversprechen des Staates an Beamte, an Renten und so weiter und so fort, die eben noch oben drauf kommen. Das macht eine Schuldenbremse dann durchaus aus meiner Sicht eben zu einem vernünftigen Instrument. Vor allem, wenn wir sehen, dass ja Geld genug da ist. Die Steuereinnahmen 22 auf absolutem Allzeithoch. Das Geld ist da. Es wird nur rausgehauen für Dinge, die teilweise keinen Sinn machen. Wir sehen jetzt, dass die Probleme der Industrie in Deutschland nicht weniger werden. Jetzt hat Michelin
keine deutsche Firma, französische, aber eben in Deutschland stark präsent mit 12 Standorten, wird jetzt 4 davon schließen. 1500 Mitarbeiter, grundgestiegene Energiekosten. Daniel Stelter sagt, läuft mit dem Wirtschaftswunder, das uns der gute Scholz ja versprochen hat. Abschließend noch 2 Empfehlungen. Eben der Dollar, das ist jetzt wirklich eine interessante Situation. Der Dollar fällt, die Märkte, wie werden sie darauf reagieren? Dollarabsturz und der Aktienhöhenflug, so ein bisschen das Gesamtpanorama über die Lage der Dinge. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, Gold ist auch deutlich gestiegen, weit über die 2000 Dollar Marke, könnte in Euro bald ein Allzeithoch erreichen, profitiert eben von was? Von fallenden Renditen. Dieser Zusammenhang wird ganz kurz und knapp, da brauchen Sie nicht viel Zeit, in diesem Artikel beleuchtet. Also 2 Empfehlungen und ich empfehle mich jetzt und wünsche einen schönen Abend. Servus, ciao.